auf Wunsch der Veranstalter später auch eingehen, gegen das Chaos in der Außen- und Sicherheitspolitik. So, liebe Freunde, wir sind mal wieder am Start. Heute ist der 23. November 2024. Wir haben es 14:35 Uhr, die Demo ist in vollem Gange. Ich würde sagen, wir quatschen nicht so lange drumherum und folgen auf diese Reise. Die Bauern sind da. Das erste Video für heute. Ich weiß, anders als manche Chaos-Politiker, ich weiß, wovon ich rede. Moment, die Linse ist ein bisschen dreckig. Ich bin als 4,5-jähriger Bub auf der Straße in Hanau gestanden, meiner damaligen Heimatstadt, der Stadt meiner Eltern, und habe die Stadt in Flammen untergehen sehen innerhalb von 20 Minuten, weil wir in den Krieg marschiert sind. Alles gut. Und weil die Russen und die Amerikaner und dann die Engländer zurückgekommen haben. Ich habe das erlebt. Ich will das Deutsche nie mehr erleben. Was sagst du? Ist ein bisschen was los oder noch zu wenig? Um 2 Uhr war offiziell. Ja. Die Kampfgabe. 14 Uhr, wa? Da komme ich ja gerade richtig. Ja, aber schon. Wie nach dem Krieg 12 Uhr selber erlebt. 12 Uhr, okay. Jahrelang in jeder freien Minute Hilfsarbeiter auf dem Bau. Also das wird irgendwie auch immer weniger. Ich habe erlebt, wie dieses Land wieder aufgebaut wurde. Aber immerhin, die Leute kommen trotzdem. War irgendwie nicht wieder 5-Stunden-Tageswoche. Nicht wir sehen uns später nochmal, die Brüder. Ich war mal vorhin noch unten. Wir haben in die Hände gesprochen und haben gedacht, Deutschland braucht uns. Achso, genau. Deutschland braucht uns. Ich weiß, Ehrlichkeit ist die Spielung. Ich bin auch mit dazu. Ich habe den Hauptchecker, ne? Okay. Aber das ist wir sind in Mitte. Das wäre eine. Wir können wir machen. Wann hast du denn Zeit? Ich kann erst am Dienstag. Dann du das. Kannst du mir auf WhatsApp schreiben? Und meine ja. Habe ich dir nicht was gegeben? Nee, wir haben nicht. Komm, mach mal ein Foto. Und dann kannst du es einspeichern. Genau. Ich muss jetzt gleich nochmal eine Runde machen. Kannst du das nicht direkt erkunden? Nee, wo ist du das? Als Internet, Dingsnummer, die ist informiert bei uns, bei dir. Gegen dann gehst du hier drauf, Einstellung, dann musst du nicht mal eintippen. Ist doch gut, oder? Genau. Genau. Wir machen das mal ganz kurz mit dem Kollegen, dann gehen wir weiter. Ja, auf jeden Fall, das wäre echt super, weil das hat noch keiner gemacht, das mit der Wohnheimer und so. Wenn wir machen, Außer du kriegst keinen Ärger. Nein, ich habe da gearbeitet. Auch so, überhaupt unter Grundwerken, da bin ich ganz gut. Es geht um Wohnheim in Berlin und wie verwahrlost sie sind. Ja. Ja. Da werden wir auch mal nochmal einen Blick reinwerfen. Cool, danke dir. Und jetzt aber, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Der hat mich gerade wegen den, Titeln ermahnt. Das werden wir noch erleben. Elektro und Verbrenner. Schau mal bitte, was hier die los ist. Wir sind ja nicht verrückt geworden, aber unsere Leute sind verrückt. Und das ist nur ein Beispiel von unzähligen. Und es ist eigentlich ziemlich schwer. Ich habe ja den Aufstieg dieser Wirtschaft erlebt. Und diese Wirtschaft, ich führe euch ein bisschen rum. Ist eigentlich bärenstark. Es ist sehr schwer, diese Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Es ist sehr schwer, um diese deutsche Wirtschaft im Wachstum auf den letzten Platz der europäischen Länder zu bringen. Aber diese Leute haben das undenkbar geschafft. Deswegen sagen wir, weg mit ihnen! Weg mit diesen Leuten! Schauen Sie, man kann, wie ich das immer wieder sagen, bevor ich ausreichend darüber gelesen habe, sagen, Habeck ist ein sympathischer Mann. Im Grunde denke ich das auch. Aber dieser Mann sagt, Vaterlandsliebe ist zum Kotzen. Ich habe mit Deutschland nie etwas anzufangen gewusst und weiß es bis heute nicht. Der Mann will Kanzler werden. Das ist doch eine Volksphase. Man kann alles vertreten, aber dann kann man nicht. Natürlich richtig Stimmung hier gerade. Wir machen nochmal eine kleine Runde. Vaterlandsliebe zum Kotzen finden.
Und dagegen darf man nicht nur protestieren, dagegen muss man protestieren. Muss man protestieren. Wir brauchen nicht nur so einen kleinen Politikerwechsel. Hallo. Ich weiß auch nicht, ob Merz der Mann Amerikas, der Merz einer hochindisch-amerikanischen Firma, der auf der Payroll einer amerikanischen Firma steht. Wie vorgestellt, oder? Ob der... Zu wenig. Zu wenig, ne? Viel zu wenig. Der Mann einer Richtungswendung ist. Nicht verstehen, dass man einer wirtschaftlich, moralisch, zusammenschließen und sagen, jetzt machen wir mal was. Mann! Wo kommst du denn jetzt her? Aus Südbrandenburg. Das ist ein Kriegstreiber, jawohl! Haben Sie duzen, tut mir leid. Ja, ganz ja, klar. Du bist doch nicht so alt. Wir brauchen... Sieht nur so alt aus. Nein, das ist... Einen völligen ja. Politikwechsel. Und ich denke jetzt auch mal langfristig... Ich habe Enkel, die wollen auch noch eine Weile leben. Ja. Politikerwechsel. Wir brauchen Politiker, denen das Wohl, anders als Herr Habeck, das Wohl Deutschlands wichtiger ist als ihre eigene Karriere. Ja, ein paar Zuschauer getroffen. Dann sollten diese Politiker etwas von den Sachen verstehen, die sie täglich entscheiden. Mann, was weiß ein Kinderbuchautor über die deutsche Wirtschaft? Was weiß er über die Landwirtschaft? Was weiß er über unsere Handwerker? Nichts weiß er. Der weiß doch nicht einmal, wann eine Bäckerei pleite ist. Schauen Sie. Manche halten mich für einen Außenpolitiker. Ich war über 20 Jahre, 22 Jahre lang Vorstand eines großen deutschen und europäischen Medienhauses. Ich weiß auch hier, wovon ich rede. Ich weiß nur, wenn ich heute noch wenn ich heute noch Vorstand eines großen Unternehmens wäre, ich wüsste für Scholz, Habeck, Baerbock keinen einzigen Job in dieser Firma, wo sie einen Beitrag leisten können. Keinen einzigen Job. Die Leute können nichts. Ich habe ja deinen Kanal abonniert. Ich sage das als jemand, der Leute einstellen konnte. Wo kommst du jetzt her? Das ist doch Wahnsinn. Kinderbuchautor wird Wirtschaftsminister. Wow. Studentin mit einer studentischen Karriere, die keiner genau kennt. So, eine kleine Runde hier gehabt, nochmal einen Kollegen getroffen, hier mit dem Schild. Aber hat nur eine kleine, ne? Bitte? Kamera, ne? Ja, die ist sehr stark. Was? Die ist sehr stark. Ach, sehr stark? Ja, die ist... Also besser als Handy? Ja, finde ich mal mit Handys, reicht. Ja? Das ist hier Hightech. Ja? Die modernste, ja. Ach, die modernste Kamera. Zeit, ja. Mit jemandem treffen, der so. Mit Ihnen eine Steuerhoferei spricht. Mach doch mal eine Runde. Ich erinnere mich nicht daran. Da sitzt sie. Die Medien sind da auch... Da kommen Sie nie davon. Kein Richter, ich war selber Richter. Kein Richter lässt es durchgehen. Scholz geht das durch. Und ich sage nur, diese herrschende Berufspolitiker-Mischpoke hat unser gesamtes demokratisches, rechtsstaatliches System korrumpiert und kaputt gemacht. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Und da ich auch mal Staatsrechtler war an der Universität Freiburg und eine ein Semester lang einmal in die Kommentare. Vorlesung und dann begann die der Mann, wie heißt der? Den habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt. In unserem Grundgesetz steht nicht, alle Macht geht von den Parteien und den Berufspolitikern aus. Das steht nicht drin, da steht, die wirken bei der politischen Willensbildung mit. In unserem Grundgesetz steht in Artikel 20, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus und ihr seid das Volk. Und man kann doch Menschen, die auf die Straße gehen, friedlich, die keinen anderen Weg gehen, dann nicht einfach als Rechtsradikale darstellen. Das ist die Mitte. Und der Rest, der euch kritisiert, ist eben nicht die Mitte. Die sind nirgendwo. Die haben das Land ruiniert. Wir müssen unserem Volk, unserer Bevölkerung wieder seine demokratischen Rechte zurückgeben. Wir müssen es stärker beteiligen. Was macht der denn hier? Ich sage langfristig,
zum Beispiel durch Volksabstimmungen im Stil der Schweiz. Der sammelt erstmal Flaschen. Da kann man ja auch mal rangehen. Die Schweiz ist doch mit Neutralität und Friedenspolitik und Volksabstimmungen viel erfolgreicher als diese Leute in Berlin. Viel erfolgreicher. Wir könnten zum Beispiel dann Volksabstimmungen abhalten über eine drastische Verringerung der bürokratischen Bevormundung unserer Bevölkerung, unserer Landwirte, unserer Handwerker, unserer Angestellten, des deutschen Volkes. Baut diese Bürokratie ab, ist doch gar nicht schwer. Schafft für jedes neue Gesetz drei andere ab, dann hört die Bürokratie auf, auszurufen. Ich würde mich auch für Steuererleichterung für die Mittel dieses Landes aussprechen. Gut, die Schweiz ist auch die Weltbank. Ja. Die Weltbank und eine Steueroase. Über eine Rentenpolitik, wo man Steuern hintergeht. Die kommenden Generationen, die jungen Menschen ausbeutet, die nicht auf den Punkt finanziert ist. So, das war jetzt mit dem ersten Video. Und über eine Volksabstimmung. Das war jetzt das erste Video für heute. 15 Minuten soll es gehen, nicht länger pro Video. Ich würde sagen, das war es auch schon meinerseits auch. Ihr habt so ein bisschen gesehen, was hier los ist. Wir werden jetzt ein bisschen tiefer rein und mit den Bauern speziell reden. Wenn wir dann schon hier sind, wollen wir auch ein paar Interviews. Bedeutet, ich beende jetzt das Video. Ich danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist Six. Und ja, schaltet um. Heute ist der ganze Tag voll, auch wenn es nicht nach so viel aussieht. Es sind vielleicht keine 10.000 Menschen hier, aber vielleicht 2.000, 3.000 Menschen, die hier sind. Ja, das war's. Gehen wir nochmal rum. Ach, guck mal, da ist eine Antifa-Demo sogar. Gegenüber. Das ist eine kleine Antifa-Demo. Oder was ist da los? Ja, ist eine Antifa. Bisschen Antifa auch auf der Straße. So beenden wir das Video, indem ich jetzt einfach mal dahin gehe und mir das reinziehe. Ja, sind jetzt wenig Leute, ist jetzt nichts Besonderes. Die Polizei ist auch vor Ort, damit da nichts passiert. Berlin-Brandenburger Tor, Straße 17. Juni und der Reichstag. Ihr seht, was hier los ist heute. Da werden noch einige Videos folgen. Wenn ich gut bin, mache ich 10 Stück. Ja, was ist denn das jetzt? Ist das die Antifa? Sah sie aus, keine Ahnung. Zwei, drei Leute mit zwei, drei Schildern. Da gehen wir mal jetzt ein bisschen näher ran. Ansonsten weiterhin auch die Touristen, die ihr Ding machen. Das Video ist eigentlich schon lange zu Ende, aber komm, bis zum Schluss nochmal. 15 Minuten haben wir gesagt. Touristen, die hier trotzdem ihr Ding machen, die das nicht interessiert. Es gibt ja sehr viele Leute, die hier Urlaub machen und die juckt das einfach nicht. Ihr seht, Currywurst und Co. Die Leute wollen auch leben, ne? Nicht nur ständig mit den Demos konfrontiert werden. Nee, ist nicht die Antifa, oder? Ach, guck mal hier. Refugees welcome steht drauf. Also doch Antifa. Eine ganz kleine Gruppe, aber. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Ich würde sagen, hier beenden wir auch das Video, wa? Krieg so ein bisschen Magengeschwür gerade. Hiermit ist es vorbei. Danke. Wir hauen wieder ab. Ich habe vorhin was Falsches gegessen, weiß ich gar nicht. Mein Magen dreht sich gerade so ein bisschen. Bis zum nächsten Video, haut rein. Ja, war jetzt nichts Besonderes, das mit den Dingen hier. Mit den Dingens. Ja. Ja, das Lied heißt Schwurbeln verboten. Schwurbler verboten. So viel zu Meinungsfreiheit. Das kann doch eigentlich jeder sagen, was er will. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis später, besser gesagt.